Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile, Sacrifice of All. Ja, danke schön, dass das Let's Play ein bisschen besser als die anderen ankommt. Leider noch nicht gut genug, aber ja, ich hoffe, ich werde bald ein bisschen Ding. Also mir ist es eigentlich recht egal, aber ich hätte schon gerne ein bisschen Feedback oder so, und das kann ich halt nur haben, wenn ich mehr Leute habe, die zuschauen und die halt auch etwas kommentieren. Aber ich zwinge euch nicht, also wenn ihr wollt mir helfen, dann kommentiert, liked die Videos und teilt die Videos oder so, zeigt sie anderen Kollegen und so weiter, aber ihr müsst es natürlich nicht. Und ja, ich bin schon zufrieden mit meinen 242 Abonnenten, kein Problem, aber ich hätte natürlich, wie jeder andere, auch gern ein bisschen mehr, aber das kommt sicher bald. So, wir gehen jetzt in die River Race. Das ist noch ein guter Itemsucher. Eine gute Itemsucher-Map. Hier habe ich zum Beispiel Ungis Gausch, ein Boot Knife, die erste Klingenwaffe. So. Die R möchte ich aktivieren, bitte. Die habe ich ab Level 20. Schon das erste Rare. Nicht schlecht. Ah, jetzt habe ich Level 19 bald. Stimmt, da müssen wir ja gleich wieder in die Ding. Ins Lager. Oh, ist der schnell langsam. Der wird ja irgendwie schneller und überall hat es Desync. Habt ihr gesehen, wie weit ich weg war? Dieser riesen Desync. Das ist ja gigantisch. Ja, auf meinem Kanal will ich immer gutes Gameplay bieten. Mit Challenges, mit Herausforderung, interaktiv, alles mögliche. Und ja, ich spiele halt so, wie ein normaler Spieler, Let's Player spielt, und nicht irgendwie nur Werbung und überall sagen, oh, das ist schön und das gefällt mir und so. Ich möchte keine Werbung machen und das seht ihr hoffentlich auch. Und ja, ich will einfach nur Spiele spielen, die ich aussuche, und nicht ein Publisher, das aussucht. Oder ein, ja, einer, der vom Entwicklerstudio ist und so. Für ganz normaler, ein wirklich ganz normaler Let's Player sein, und mehr will ich nicht. So. Und deshalb werde ich auch nie Geld verdienen. Ich will nicht Geld verdienen und ja, einfach nur ein Let's Player sein, der halt Gameplay-Videos von Spielen macht, die er mag, und nicht andere mehr, also außer natürlich die Fans. Und vielleicht ist ja auch mal ein Publisher dabei, und aber ich werde kein Geld verdienen damit. Und will auch kein Geld von ihnen. So. Und eben, es ist alles interaktiv, ihr dürft wählen, was ich Let's Player. Wenn es nicht allzu teuer ist, das Spiel, weil ich habe auch begrenzte Mittel. Ich bin kein Gronkh, der jeden Monat Hunderttausende von Euro verdient wegen Let's Plays. Und eben, ich verdiene ja von den Let's Plays nichts und will auch nichts verdienen. Und darum geht es gut eigentlich. So. Wir killen alle schnell. Wir sind die Attentäter, die Blitzattentäter. So einen in League of Legends wäre cool.
Ja, der jetzt kommt ja gleich bald oder so. League of Legends als Let's Play. Es geht weiter. Zuerst wieder Route to Ranked, dann Ranked to Diamond. Oder zuerst to Silver und so weiter. Ich weiß nicht, wie gut ich bin, in welche Klasse ich eigentlich gehöre. Ich habe nie Ranked gespielt. Aber so vom. Ja, so vom Gameplay, wie zum Beispiel bei GOTY 255, sehe ich, ja, ich bin recht gut eigentlich. Ich bin zwar nicht Diamant, aber wahrscheinlich irgendwie Gold oder Platin. Und das freut mich. Jetzt kommt es darauf an, wie gute Mitspieler ich habe. Und so weiter. Also, das ist natürlich sehr wichtig. Aber. Genau, wegen so einem Grund, weil man nie weiß, wie die Mitspieler sind und so, spiele ich solche Einzelspiele, wo man halt einladen kann, die und sie nicht, ja, es ihnen nicht so nervt, ja, und selber eigentlich eher, ja, nerven und so, spiele ich solche Spiele lieber, wo man halt einfach besser wählen kann, wer spielt mit, wer wird rausgekickt, fertig. In League of Legends, da muss man Spiele aushalten mit denen und die zögern sich heraus und alles, oh Gott. Also ich bin eher so der ja, 1 bis 2 oder 3 Spiele, aber natürlich mache ich auch gern MMORPGs, wo es viele andere Mitspieler hat, wenn sie halt nicht nerven. Der wird so extrem schnell, das ist gigantisch. Durch den Harrier jetzt. Und jetzt gehen wir hier runter. Wir müssen unbedingt zu da unten. Wahlpakt. Dann haben wir schon mal eine gute Überlebenschance wegen dem Life Leech. Ja, hier ist ein paar Zähne mit elementellem Resistance. So, oder war das Damage? Vor allem waren sie zäh. Und eine Wand, einen Stab. Ja, und bald kommen dann die Gameplays von Sacred 2, wo ich meinen Shadow Warrior zeige. Ja, als nächste Nähe ist halt Thunderstrike nicht so gut, bis es durchbohren kann, bis es Pierce hat. Oh Gott, ich sammle den größten Schrott ein. Dann mache ich das wieder anders. Da nervt mich das Alt-Drücken weniger. Streamline, Einpad, AI. Alles Highlight, alles Highlight aus. Und bei der Steuerung. Da ist die Steuerung. Input. Seit wann ist Input Steuerung? Show Items irgendwo. Highlight Items Ending. Toggle Highlighting. Ich möchte. Wo ist denn das? Ja, dann ist es so. Ja. Okay, da kann ich das nicht einstellen, dass ich nur mit Alt-Items einsammeln kann, aber sie immer sehe. Komisch. Ich habe das vorher gehabt. Wieso kann ich das nicht mehr? Gehen wir hier rein. Welches Level sind wir? 17. Okay, der Boss müsste sehr stark sein. Hoffentlich schaffen wir den.
Okay. Ah, das ist der Wald. Okay, gut. Easy Mode. Ich muss jetzt, darf jetzt nicht vergessen, die Show Items anzeigen lassen. So. Auf das Live schauen. Oh Gott, was ist denn das? Semi-International. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geht weg, ihr macht Damage. Und ihr auch. Weg da. Und Level up. Komm schon, das schaffen wir noch. Ball Burning Arrow. Oh Gott, oh Gott. Das erste haben wir. Das leicht zu findeste. Okay, Pech. Aber dafür war der Boss nicht schwer. Jetzt haben wir noch mehr Evasion Threatening. Jetzt sind wir Level 18, glaube ich. Noch ein Level, dann können wir die neuen Attacken, Fähigkeiten, Passive und so reintun. Sehr schön. Die Musik ist ein bisschen zu laut, da können wir gleich nochmals umstellen. Das bringt es irgendwie nicht. Alves Highlight. Und jetzt. Ja, wo ist denn das? K-Pickup. Okay. Gut, dann haben wir es. Okay, Pickup was. Also jetzt kann ich nur das eins haben, wenn ich Alt drücke. Gut. Dann haben wir ja das Richtige herausgefunden. So sammeln wir die weißen Items jetzt nicht mehr ein. Weil sie irgendwo herumdroppen. Und meistens ist es so, wenn das Item gleich droppt, dann sammle ich es ein, weil ich natürlich dort drauf drücken muss. Und weil halt die rechte Maustaste eigentlich auch geht. Nein, geht nicht, aber mit links hat. Okay. Hallo zusammen, ich brauche ein Level. Gib mir ein Level. Meh. Der will alleine angreifen. Der Arme. Ich brauche das gute Schwert jetzt denn bald. Ja, das die, die werden durch. Oh, noch mehr kommen. Dieser Ruf, der ist so blöd. Wirklich sinnvoll. Unsinnvoll. Sinnlos. Gott, oh Gott. Halt doch einfach mal ab. Oh Gott, hier kommen ganz viele. Hier ist auch ein Schrein. Nehmen wir den Schrein. Und jetzt sind wir groß. Haha. Es gibt so einen Helm, der heißt Rat's Nest. Und da wird man ganz klein. Also, ja, ein bisschen kleiner. Nur ein bisschen. Aber das wäre doch etwas für uns. So ein kleiner Ninja.
Aber wir sind der Piraten-Ninja. Wir haben Jack Sparrows mit auf. So, was macht das? Increased Life Area Effect and Size. Ja, Size ist ja sehr wichtig. So. Machen wir die Spinnenhöhle. Der muss sich zuerst umdrehen. Gute Taktik. Yeah. Da haben wir ganz viele große Waffen. Die können wir dann austauschen für kleinere. Weil wir sollen sie nicht zweihändig verwenden, müssen wir sie auch nicht identifizieren. So, hier haben wir den Wegpunkt. Dann gehen wir doch mal zurück, die zu Sachen holen. Ist doch viel besser. Dann holen wir Multi-Strike. Dann muss ich schauen. Wir brauchen diesen Sockel. Ja, Ruff können wir lassen. Dann verkaufen wir die Sachen mal. Schrott. Oh. Nein, Schrott. Auch Schrott. Schrott. Schade. Ich wollte den mitnehmen. Später dann der da. 35, okay. Aber der wird wahrscheinlich zu viel Schaden wegmachen. Nein, wir lassen den. Eis ist jetzt nicht so wichtig. Und jetzt, ja, die Schuhe brauchen wir ja wegen dem Sockel. Ah, hier ist ein besserer Gürtel mit 38 zu 20 Increased Damage. Gut. Und ja, noch ein Trank. Wir müssen unbedingt die Tränke nehmen. So. Destroy. Hier sind doch ganz gute Tränke. Ja, Extra Charge. Nehmen wir den Gem, nehmen wir auch zum Teleportieren. So. Und dann haben wir noch Multi-Strike, stimmt. So. Dann haben wir das. Dann können wir zum Blackwood zurück. Und jetzt killen wir noch den Rest für Level 19. Wenn wir überhaupt haben. Ja, wir haben Level 19 gleich. Gut. Hau ab. So. Ja, hier haben wir ganz viele Schlangen. Die müssen natürlich aus dem Verkehr gezogen werden. So.
Wo ist die Höhle? Wo ist der? Es ist immer so ein Spinnen-Ding dran. Eine Ebene mit Spinnenfäden und so, die ganz weiß ist. Die müssen wir jetzt suchen. Wir sind hier komplett falsch. Wir müssten mal ein bisschen nach links. Oh, fast, fast, fast. Noch ein bisschen. Gut, wir haben's. Ah, oh, jetzt kommen noch mehr Schlangen. Ah, oh, geht doch einfach weg. So. Jetzt sind wir hier. Und jetzt tun wir die da rein. Lightning Strike. Also wenn das jetzt nicht gut ist, das weiß ich nicht. 5 Projektile anstatt 3. Und 2-mal wiederholen. Ich hoffe, es verbraucht nicht zu viel Mana. Und hier ist das Skelett, also der Ding. Oh, gut. Nicht schlecht. Was nehme ich mal Hardcore? Yeah. Jetzt muss ich nur noch den Eingang finden, der müsste hier unten sein. Hallo, ich möchte gerne den Außen. Ah, der Eingang für die Spinnengruft. Ja. Okay, dann machen wir das zuerst. Das habe ich gar nicht erwartet, dass hier ein weiterer ist. Ein Wahl-Ding, Dungeon. Zeigt mir mal die Unique Monster. Wo seid ihr? Ist ja gar nichts los hier. Okay, wir haben genug Mana, wenn so viele sterben. Das ist schon mal gut. Also gegen mehrere Monster ist dieser Skill schon gut. Gott, oh Gott, oh Gott, Gott. Ja, Incriminate ist extrem stark. So, jetzt müssen wir noch kurz dorthin. Schauen wir hier mal, was los ist. Oh Gott, Wahnsinn. Ich liebe den jetzt schon. Ich hoffe nur, dass er dann später auch noch was bringt, also es reißt. Aber ich denke schon. So, noch ein Level, dann haben wir den Stab, also den Stab. Den Dolch. Aber es sieht aus wie ein Stab. Und jetzt, go! Der war ja leichter als das letzte Mal mit der Frostwitch. Aber leider hat er nichts gedroppt. Ist egal. So, wir sollten noch ein Ding Potion mitnehmen. Ein Schnelligkeits Potion. Bewegungsgeschwindigkeit, aber das vergesse ich natürlich immer. Quicksilver Flask. So, dann ist aber die Ding da drüben. Kann es einen Bug geben, dass die Ding nicht dabei ist? Ah, hier ist sie. Okay, hätte ich unten durch müssen. So,
Hier kann man gut leveln und auch Magic finden. Hier ist nichts. Hallo. Das Mana ist hier ein bisschen rar, wenn man so viel draufkloppen muss. Aber so geht's. Wenn die Gegner sterben, dann haben wir auch mehr Mana. Müssen wir schauen, dass wir noch mehr Mana bekommen. Na? Gib mir die Königin, ich mich mit der Königin reden. Die hässlichste Königin, die es gibt. Ach komm. Ein Spickmaul. Du regenerierst zu wenig schnell, Mana. Bis ich die Mana-Tränke erreicht habe, da vorne. Dann machen wir doch das so. Genau. Ein Reich ist besser. Upp. Wuppanganga-Style. Sodele. Das Level. Die werden auch noch getroffen hier. Gut, dass die getroffen werden. So, jetzt haben wir die Spinne. Machen wir ein Portal hier hin. Und los. Ist sie ja schon wieder. Hallo. Jetzt ist sie tot. Oh. Gut. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Und hier haben wir jetzt das erreicht. Oh, hier unten. Da. Jetzt müssen wir hier rüber. Okay. Nichts Gescheites, nichts Gescheites. Okay, ja, dann gehen wir zurück. Werden mal anschauen. Hier 9 bis 21, 14 bis 58 plus 3 bis 13. Ist halt auch eine Duell-Wild-Waffe, aber das ist nur Block drauf. Was wollte ich noch? Anschauen bei Lightning Strike. Projektil, ja.
Was nehmen wir noch? Wir legen die Waffe hier hin. Sell Items. So. Gut, die Sachen, die Gems legen wir ja, ja, können wir hier hinlegen. Hier haben wir Platz. Die Sachen hier kann ich hier rüberlegen. Und die verkaufen die Tränke. So. Destroy. Ja, jetzt probieren wir noch mal kurz die Waffen aus. Ich denke, wir müssen nach links, um rauszukommen. Oh, das ist gut. Oh, wenn das so viel Damage macht, das ist ja wunderbar. One hit. Also dann machen wir noch eins. Dann machen wir noch eine Quest. Okay, hier geht's nicht weiter. Da müssen wir unten durch. Nach rechts. Ja, hier durch. Sind wir einfach schnell. Das ist geil. Das macht Fun. Ja, hier sind keine Monster mehr. Gehen wir einfach in die nächste Ebene. So. Mhm. Weg damit. Wir müssen zurück in die Straße. Oh Gott, ist das ne? Ich wollte doch nicht so schnell haben. Wir haben einfach mal schneller als wir wollen. Das ist einfach mal geil. Und dann noch mit Haze zusammen. Oh Gott. Die haben keine Zeit, um sich in die Luft zu jagen. Das sind nämlich die Luftjager. Selbstmordattentäter. So. Oh, ich habe einen Pfeil im Kopf. Oder in der Mütze. Der explodiert einfach mal ohne Animation, nix. Einfach mal pum. Gib mir Fleisch. Ich mag den Butcher aus Diablo 3. Und aus Diablo 1. Ihr habt doch keine Chance, gibt's zu. Ihr seid eine Flasche. 11 Flaschen. So, dann gehen wir mal die töten. Die ist auch sehr easy geworden. Oh Gott, wie viel Damage wir machen. Mit anderen Charakteren hatte ich viel mehr Probleme. Zwar war die Glacial Cascade Witch auch sehr gut, natürlich. Die hat sogar noch schneller ihn getötet, aber ja, wir sind auch noch safe und dann sind wir noch sehr schnell. Also wunderbar. Der Build ist richtig am Fetzen schon. Und seht ihr die Reichweite, also wenn wir richtig viele Gegner haben,
Dann machen wir die schneller dann als bei einem AOE, eine AOE-Attacke, wie zum Beispiel Split Arrow. Ich muss schauen, dass ich noch PS-Gem noch reinmachen kann. Aber dafür brauche ich einen besseren Sockelbar-Gegenstand, der mehr Sockel fassen kann. Hallo Leute! Ihr seid down! Okay, dann muss ich eigentlich gar nicht Magic finden mit dem anderen, mit dem Templar. Mit dem Seringbond-Templar. Muss ich da gar nichts machen. Das ist doch gut. Gib mir den Skill. So. Also, dann nehmen wir die Belohnung und sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und dann geht es noch fetziger los. Fetzen. Wir fetzen. Gib mir die Belohnung. Gibst du mir die Belohnung? Ja, ich habe ein neues Buch. Ich küsse es gleich mal. So. Sollten wir zuerst nach oben? Ah, nein. Wir haben hier noch Elemental Resistance. Ja, das wird gut. Das fetzt. So, jetzt schaue ich nochmals den Skill an, wenn es heißt hier. Physical Damage, dann sollten wir lieber auf Physical Damage gehen oder auf beides. Ich will nicht traden. Vergess es. Okay, also dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Die Karte können wir hier hinlegen. Hier wird nichts gestohlen, da kann ich nur ich und der Boss zugreifen und die anderen Offiziere. Aber hier können die anderen Ding. Aber die sind nicht online, also die sind meistens nicht online. Schade. Aber ihr dürft in den Clan beitreten. Ich nehme es nur mir, glaube ich, die Sentinel Request Ding, weil der Ding hat momentan nicht Bock. Der Boss. Und ja, also, dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön und tschüss.